Okay, jetzt komm her, du kleine Nutte. Du willst dich verarschen, was hast du ja das. Du Pussy, Alter! Und damit herzlich willkommen! Ich hatte das gerade alles aufgenommen. Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive mit dabei der Crazy. Hallo. Ach ja, wir haben ein bisschen Spaß. Wir haben jetzt eine Nether-Truhe. Das kann noch rein. Ja, was können wir jetzt heute machen? Christian, was machen wir heute? Wir könnten Slime-Chunk suchen oder okay. Einen Netherring ausbauen oder ein Netherportal bauen. Okay. Es. Fuck! Alter, immer noch so lustig. Okay. Ich mach mal ganz kurz einen kleinen Ressourcencheck. Da kann ich mich gleich mit anschließen und ich lege alles gleich mit nach oben. Oh, Gold habe ich noch hier. Wo haben wir zu sehen? Hier Gold. Ah, die Kiste hast du auch schon. Perfekt. Ja klar. Wir haben gar keinen Sand, ne? Noch nicht. Weil ich würde dann ganz unten den Slime Chunk mit ein bisschen Sandstein. Habe ich eine Idee, wie ich das bauen kann. Okay. Legst du dich auch kurz schlafen? Ja. Wann oben irgendwas einräumen. Weißt du, Hauptsache der Surfer speichert die Welt, aber nicht den Nether. Ja, ja. Weißt du, was ich aber auch genial finde? Ich bekomme jetzt bald mal eine neue Internetleitung. Oh. Und zwar, weil wir ja momentan noch bei 1&1 sind. Ja. Wir haben eine 16K gemietet. Die kommt aber nicht an, die 16K. Nice. Jetzt kommt momentan maximal 9K an. Ja, was? Da haben jetzt meine Eltern einen Anwalt eingeschaltet, weil wegen Vertragsbruch und so weiter. Weil wir ja 16K gemietet haben und die nicht ankommen. Aber wir ja den vollen Preis bezahlen. Deswegen haben jetzt eine Vertragskündigung gefordert. Und das Schöne ist, dann wechseln wir rüber zu Netcologne und ich krieg nur 100k. Du Wichser. Na gut, habe ich auch, aber du Wichser. Ja, es wird richtig schön auf 40 MB Upload. Boah, ich sag dir, die erste. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Okay. Kannst du schon mal schauen, ob du irgendwie die Tiere füttern kannst? Ja, ich baue gerade nach einem geeigneten Slime-Junk. Jo, mach das. Hast du den Cut installiert oder was? Nein, nicht wirklich. Es gibt ein Tool im Inneren, da gibt es ein Seed von der Welt ein und dann. Ach so, das meinst du. Ja, das kenne ich. Da sagt mir damals bei TWP hatten das Klaus und ich auch gemacht. Ich glaube, da war ich an dem Tag nur noch irgendwie Tempel erkunden und so weiter. Das war auch der Tag, wo ich hier jetzt Bane of Picks gefunden habe. Allgemein, dass du die gefunden hast, ne? Alter, so GG. Ah, okay. Also, ich habe die Stelle gefunden. Aber darüber reiß ich definitiv im Nether. Soweit? Ja, sprich ich aus. Warte mal, ist es der X-Chunk oder X-Koordinate? Ah ja, okay. Oder? Nee, es sind halt wirklich die Chunks. Oh, fail. Okay.
Das muss ich gleich nochmal neu suchen. So, jetzt mal mit wirklichen Koordinaten. Weißt du, was ich jetzt richtig unnötig finde? Was? Dass Braun jetzt hier noch einen Katalysator, also so einen Brennstoff braucht. Finde ich eigentlich ganz geil. Ich finde es auch irgendwie unnötig. Ja gut. Nicht warum? Schlecht, das Slime Junk. Wieso, wo ist der? Und sonst am Haus oder was? Der ist ganze. Wo ist denn? Der ist ganze 100 Blöcke weit weg. Ja. Scheiße! Da hat er Schiss bekommen! Nein, 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 nein! Ich verkriech mich wieder im falsches Loch an. Okay. Sehr schön. Aber weißt du, was ich dann gerade mache? Nichts. Dann können wir manchmal gerade ein paar einmal Feuerresipenkel, dann können wir nochmal in Ruhe in der Farmen, ja. Genau. Aber ich habe gerade mal gesehen, wie lange so ein Baseballer hält, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ich hatte jetzt gedacht, dass das irgendwie so ist wie bei sagen wir mal, als würdest du Holz in den Ofen schmeißen. Nee, nee. So kam mir das jetzt rüber. Ja, dann never mind, weil das so lange hält. Das hält schon echt lange. Man kann da echt nichts sagen. Oh, halt. Ich hab's gerade fast verschissen. GG. Okay. Ich finde das Geräusch jetzt cool, wenn man am Brauen ist. Allgemein die ganzen Geräusche, die sie eingefügt haben. Hm. Eigentlich, wenn du jetzt für so Feuerresi-Tränke sind, noch Splash Potions geil, ne? Ja. Weil da brauchst du einfach nur einen für mehrere Leute. Ja. Machen wir noch ein bisschen länger. Okay, Christian. Ja. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir jetzt mit auch schon bauen können, müssen wir erstmal schauen, dass wir auch an Gunpowder kommen. Ich habe einen Gunpowder. Ja, wow. Mit dem einen Gunpowder, was ich habe, und in der Truhe das eine, haben wir ganze drei Gunpowder. Nice. Das ist nice. Hm. Wie lange kannst du eigentlich noch? Eigentlich müsste jeden Moment meine Schwester nach Hause kommen. Ja, okay. Danach noch Zeit? Ich glaube nicht, weil ich mir danach die Haare färbe. Ja, ich meinte nach dem Haare färben. Bezweifle ich, weil das eine Stunde dauert und dann gehe ich eh schlafen. Ja, okay. Alter, ich bin ja bei 8 Minuten. Ja, gut. Überleg gerade. Ich nehme den Cleanstone aus deiner Truhe, ne? Ja. Weil dann mache ich schon. Ich mache mir gerade eh 9. Ja, gut. Du kannst ja dann schon mal da den Weg alles hinmachen und dann baue ich hier nochmal das Haus ein bisschen weiter. Weil das Treppenhaus ein bisschen schöner. Ja, klar. Ja. Ey, weißt du, was ich jetzt auch genial finde? Was? Von einem Videospiel, von Speedrun, wurde der Weltrekord gebrochen. Okay, das ist geil, ja? Welches? Rate einfach jetzt mal Binding of Isaac? Nein. Du kennst das Spiel. Minecraft? Nein. Ich hab keine Ahnung. I wanna be the Boshi. Ernsthaft? Ja. Es hat wirklich einer geschafft. Dieses gottverdammte Hure, so ein Spiel vom Herrn. Das gesamte Spiel in 31 Minuten durchzuspielen. Das ist heftig.
Wollen wir uns das mal auch mal so zusammen reinziehen? Einfach wie behindert der Typ ist? Morgen. Morgen ist Donnerstag. Ja, ich muss noch gerade überlegen, was da nochmal in meinem Terminkalender stand. Weißt du, das fand ich eben auch so geil. Wir sind am Schreiben. Können wir morgen aufnehmen? Was hast du geschrieben? Freitag und Samstag. Könntest du nicht, ne? Ja. Donnerstag, Freitag, Samstag. Nee, ja, Samstag könnte ich erst wieder, ja. Von Donnerstag hattest du, glaube ich, gar nichts geschrieben gehabt. Doch, Donnerstag kann ich nicht. Okay, weil dann never mind. Hast du eigentlich mal die Playlist angehört, die ich dir geschickt habe? Ja, noch nicht. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Ich bin entweder daheim am Arbeiten oder da auf der Arbeit am Arbeiten. Oder am Schlafen. Boah, ich hoffe einfach nur so sehr, dass ich die Stelle jetzt kriege. Ich hoffe das doch auch. Wieso? Weil du dann einen Bro hast, der auch eine Anwendungsentwicklung ist, oder wie? Was? Und weil ich es dir gönn. So einfach. Vor allem einfach die Firma ist so geil. Kann ich von meiner Aussagen, ey. Nee, ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen durchgelesen. Was meinst du, wie viel ist da so erstes, wohl, sagen wir mal, Ausbildungsgehalt? Erstes Ausbildungsjahr. Was meinst du, wie viel ist das bei denen? Woher soll ich das wissen? Okay, fangen wir jetzt mal so an. Willst du über dein Gehalt gerade mal reden, oder? Darf ich nicht. Okay. Ja, dann lasse ich das lieber auch mal gerade sein. Ich vermute mal so 700. Leg mal noch 150 drauf. Nice. Mhm. Bekomm viel weniger. Also ganz ehrlich, wenn ich das Gehalt bekommen würde, ich weiß, was ich als allererstes machen würde. Neuen PC? Das noch nicht mal. Als erstes würde ich mal ein komplett neues Mikro. Weil das hier geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Ich bin schon fertig, das Geld. Ja, wir könnten ja damit schauen, ob du das Mikro dann nimmst oder so, ne? Also mein Mikro funktioniert auch noch gut, das ist nur ziemlich weit weg und mein Zimmer ist ziemlich groß, deswegen halte ich es immer so gerne. Das habe ich nicht in den ganzen Folgen gemerkt, als ich mir die mal angeschaut habe. Ach, du hast dir echt die Folgen angeschaut? Ja. Zumindest habe ich mal reingehört, um mal zu hören, wie die Quali ist und so. Ja, Quali ist schon was besser geworden, ne? Von mir auch, ja. Von dir kann ich jetzt gerade nicht so unterscheiden, weil ich so zu lange schon mit dir aufnehme. Ja, okay. Ich bin gerade am Überlegen. Gegensatz zu mir früher ist die Quali um einiges besser. Sollen wir eine Leiter machen nach unten zu der Halle dann, oder? Halle? Welche Halle? Ich hatte überlegt, dass wir so ein unter der Erde so ein Hotelzimmer machen. Also so ein Hotelbereich. Um eine große Pflanzenhalle rum. Oh, stimmt, das wolltest du ja machen. Nee. Keine Ding. Also die Treppe. Leiter. Treppe. Jump and run? Ja, klar, easy. Ich glaube, jeder, der bei uns dann zu Besuch kommen würde, würde uns den Arsch aufreißen. Dann laden wir jetzt zweites Tobi ein. Ja, lass ihn erstmal seine Prüfungsphase machen. Ah, okay. Auch wieder wahr. Ah ja, nur zur Info, für die es nicht gelesen haben. Beim lieben Trivolo gibt es bald wieder Livestreams. Das heißt, es wird auch bald weitergehen mit dem Hardcore-Mode von Infinity Evolve. Woohoo! Hast du da eigentlich mal reingeschaut? Bisher noch nicht. Also ganz ehrlich, wir haben da jetzt irgendwie 3-4 Streams gemacht und was meinst du, was wir alles haben? Brot? Nee, wir haben schon was mehr. Eisen? Wir haben sogar schon Diamanten. Nee, wir haben jetzt, also an Technik, haben wir eine Leadstone Energy Cell. Nice. Warte, jetzt wird's gleich richtig hardcore. Wir haben, sind stolzer Besitzer schon von ein paar Lasern. Eine Schmiede, das war kein Problem. Ey, weißt du, was ein Krampf war herzustellen? Deine Intelligenz?
Da hättest du jetzt echt viel mehr raushauen können. Ich weiß. Der musste gerade sein, weil ich den so im Kopf hatte. Nee, jetzt rat mal was. Ein extremer Kampf war zu craften. Kann ich gerade echt nichts sagen. Ich vermute aber mal... Ach, ich kann es echt nicht sagen. Was soll ich sagen? Ich habe so wenig kein... Ich habe so lange kein Modpack mehr gezockt. Ich kenne mich fast gar nicht mehr aus. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat nichts mit Technik zu tun. Hä? Blick ich nicht. Es ist von keinem Technik-Mod. Enchantment Table? Nein. Ofen? Der braucht doch schon statt normalen Cobblestone komprimierten Cobblestone, aber nein. Da habe ich keine Ahnung. Der Presser von Pam's Harvest Craft. Ernsthaft? Ja. Der hat 4 bestimmte Seeds gebraucht, die du erstmal mit Agricraft zusammenzüchten musstest. Und dann auch schon 4 Stahlbarren. LOL. Und eine Gießkanne hat der gebraucht. Frag mich nicht, wieso der eine Gießkanne braucht, aber er hat sie gebraucht. Er braucht sie zum Gießen. Für sich selber. Ja, so ungefähr. Ey, jetzt im Ernst, ich hab mich einfach so... Ich hab mich so abgefuckt darüber. Was willst du im Lager für einen Boden haben? Endstone. Was willst du im Lager für einen Boden haben? Lagerboden. Was willst du im Lager für einen Boden haben? Eisenblöcke. Was willst du im Lager für einen Boden haben? Redstone-Blöcke? Okay. Hä? Es war eine ernstgemeinte Frage. Was willst du für einen Boden haben? Soll ich Redstone-Blöcke machen? Nein. Denk dir halt irgendein Muster aus. Mir ist scheißegal. Okay. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Soll ich mir jetzt Gedanken machen? Na gut, ich habe gesagt, du darfst es aussuchen. Ja, ich sollte mir Gedanken machen. Bei dem Lachen erst recht. Ja, ist aber eine normale deutsche erst am Abspacken Lache. Ja. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Natürlich heißt das, dass es nicht gut aussehen, natürlich. Warte, geht das? Ah ne, das ist schade. Okay. Also ich muss mir gerade mal ganz kurz über ein gewisses Spiel auskotzen. Über Fallout. Wie verbuggt ist es? Ja. Ich hab schon genug Bilder gesehen. Ey, jetzt im Ernst, also... Ich bin ehrlich, dass mal so ein Bug entsteht, habe ich Verständnis für, ne? Ich meine, ist klar, es gibt kein Spiel, das nicht bugfrei ist. Hier Minecraft. It's not a bug. It's a feature. Auf jeden Fall. Was ich einfach mittlerweile wie die Pest hasse... Es besteht seit keine Ahnung wie vielen Wochen, Monaten jetzt schon ein bestimmter Bug. Und jetzt ratet mal, was an diesem Bug gefixt wurde. Das Aussehen? Jetzt das noch nicht mal. Dieser Bug... Wie der Bug funktioniert. Auf jeden Fall. Es ist der Bug, wenn man einmal im Spiel auf eine Mine tritt, dass du danach, dass die Ladebildschirme ewig lang dauern. LOL? Also, nur zur Info. Ich hatte einmal diesen Bug. Ich denke nur, okay. Gehst mal in Ruhe duschen, dann vielleicht ist das Ladebildschirm vorbei. 20 Minuten später. Es war immer noch nicht, hat immer noch nicht fertig geladen. Ich meine, okay, mein Rechner ist für dieses Spiel nicht der schnellste, bin ich ehrlich. Also dein Rechner wird es auf jeden Fall schon mal gar nicht mehr packen, wenn er es schon bei Modpacks Probleme hat. Also bis jetzt hat er jedes Modpack geschafft, außer Infinity Evolved. Da hat er deinen Geist aufgegeben. Auf jeden Fall.
Was ich einfach wie die Pest jetzt hasse, ist eins. Dieser Bug ist so extrem penetrant geworden, dass ich die Entwickler nicht nachvollziehen kann. Also, nur zur Info, Fallout wurde von Bethesda gemacht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Kann ich nicht nachvollziehen, dass die Entwickler diesen Bug immer noch nicht behoben haben. Ich war einmal einkaufen mit meinen Eltern über 3 Stunden und der Ladebildschirm war immer noch da. Fuck, ey. Das ist heftig, ey. Und wenn mir jetzt irgendeiner in die Kommentare schreibt, hast du irgendwelche Mods installiert? Ich habe genau 4 Mods installiert. 3 davon sind Bugfixes von der Community und einer ist nur dafür da, dass die Sprachoption, wo die lieben Bethesda-Leute auch so genial sind. Sagen wir mal, du willst jetzt, willst deinen Partner fragen, ob alles in Ordnung ist. Beziehungstechnisch. Ja. Was schätzt du, wie sieht da die Chat-Option aus? Kann ich hier gerade nicht sagen, weil ich mich mit Vorlauf nicht auskenne. Es ist einfach nur ein, sagen wir mal, keine Ahnung. Hast du Skyrim gespielt? Wirklich? Stell dir das einfach mal vor, du willst deine Freundin beziehungstechnisch fragen, ob zwischen euch alles in Ordnung ist. Wie würdest du das anstellen? Würdest du sie einfach fragen? Wie würdest du sie fragen? Das würde ich gerade mal von dir wissen. So. Wird ja wohl schon irgendwie logischerweise so eine Frage sein, ist zwischen uns beiden alles in Ordnung? Ja. Ne? Weißt du, wie es bei Fallout ohne diesen Mod ist? Wie? Jetzt im Ernst, liebe Bethesda-Leute, ich weiß jetzt schon nicht zu, aber so bescheuert kann man doch nicht sein, dass man zu einer Frau hingeht oder irgendeinem anderen Partner, um beziehungsweise nachzufragen, ist alles in Ordnung? Da gehe ich doch nicht hin und frage, okay. Ey, sorry. Dominik, okay. Alles klar, wo bist du? Ich reiß dir den Arsch auf mit meinem Bierschwert. Ich bin unten in meiner Mine. Alles klar, ich komm runter. Versteck deine Unterhose, die reiß ich dir jetzt gleich vom Arsch weg. Miep. Oh, die Folge ist vorbei, ne? Ja, ich dachte ja schon. Vor circa 200 Minuten. Du solltest nicht mehr so viel ragen. Ey, sorry, das musste ich gerade mal ablassen. Gut. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Ich muss hier weg. Was? Ich habe gesehen, dass du Leertaste gespammt hast. Ja gut, du bist echt auf dem Weg hierher. Nein, bin ich nicht. Warum sehe ich deinen Namen? Weiß ich nicht. Warum kletterst du gerade die Cobblestone-Treppe hoch? Warum bist du oben auf meinem Lager? Wo bist du? Warum schaust du in meine Kiste? Alter, wo bist du? I can see you. Beend jetzt die Folge. Nein. Beend die Folge. Wo bist du? Ist ja gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss. So, Folge ist im Kasten. Wo bist du? Nicht hier. Erinnere deinen Namen durch die Wand. Alter, wo hast du dich verpisst denn? Kannst du dich noch an deinen Tunnel erinnern, den du mal gegraben hast? Nach oben oder was? Nein. Wo du gefarmt hast. Da bin ich echt da! Alter, bist du eine Pussy! Alter, bitte lass es doch! So. Mann! Wie viel Leben hast du noch? Ah, genug, fuck! Gut,
Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.